Also heute gehen immerhin in 70 Städten Aktivisten und Aktivistinnen auf die Straße in einem Bankenaktionstag. Und innerhalb des Bankenaktionstags werden Banken besetzt, werden Banken belagert. Und der Sinn der Sache ist, gerade angesichts des Sparpakets der Bundesregierung, gerade angesichts von 5 Euro für Hartz-IV-Empfängern, noch einmal deutlich darauf aufmerksam zu machen, dass die Profiteure und Verursacher der Krise im Grunde genommen überhaupt nicht zur Kasse und zur Verantwortung gebeten werden. Ich hoffe, dass das nur der Anfang ist und dass es immer mehr Leute gibt, die sich wehren. Vielleicht können wir auch andere Menschen ermutigen, denn wir leben ja alle in diesem Land. Ich bin auch nicht direkt betroffen, aber gerade wir können es uns leisten, gegen das vorzugehen, weil die Leute, die nicht so betroffen sind, ja nicht um ihr tägliches Leben bangen müssen. Das ist immer sehr wichtig, immer wieder die Verantwortlichen dieser Bankenkrise im öffentlichen Raum zu benennen, damit sie keine Gewissensbisse oder keine Ruhe bekommen, damit sie, wie sagen wir so schön, dass sie schlaflose Nächte bekommen, das, was sie angerichtet haben. Also ich denke, mit zivilem Gehorsam kommt man eben nicht so weit, wie man ja in der Vergangenheit gesehen hat. Protest hier und heute zu unterstützen und auch diesen zivilen Ungehorsam zu unterstützen, weil ich glaube, dass der deutlich macht, was wahrscheinlich Millionen Menschen in diesem Land denken, dass sie das Gefühl haben, dass immer sozusagen alles auf ihrem Rücken ausgetragen wird, dass auch diese Krise, die Krisenlasten auf ihrem Rücken ausgetragen wird, wohingegen eigentlich die großen Banken und die großen Manager, die großen Konzerne völlig verschont werden. Wir brauchen mehr Geld, wir trinken, wir versinken, drum baut uns ein Rettungsboot aufs Geld. Und die Bürger und Bürgerinnen sollen durch unsere Aktion jetzt ein bisschen auch mehr Mut kriegen, Mut zum Protest, Mut zum Aufbegehren.